Im steirischen Thermen- und Vulkanland werden viele bunte Feste gefeiert. Das beliebte Eruptionsfest ist eines davon. In diesem Jahr war das Weingut Hutter in Reiting bei Feldbach Gastgeber dieses Genussfestes. In Fehring fanden die 42. Thermen- und Vulkanland-Weintage statt. Die Veranstaltung verwandelte den Fehringer Hauptplatz 2 Tage lang wieder in ein Weindorf. Bereits zum 5. Mal wurde im Rognerbad Blumau zur Weißen Nacht geladen. Bei Einfach Weiß und dem beliebten Brautkleidtreffen erlebten die Gäste einen stimmungsvollen Sommerabend in unverwechselbarem Ambiente. Mit mystischen Vorführungen und ritterlichen Kämpfen wurden die Besucher der Vollmondnacht auf der Riegersburg in vergangene Zeiten geführt. Ihnen wurde ein breites Spektrum an Attraktionen für die ganze Familie geboten. Auch in diesem Jahr trafen sich beim Blasmusik-Jugendcamp des Musikbezirkes Feldbach wieder zahlreiche Nachwuchsmusiker. Der TSV Kirchberg an der Raab veranstaltete heuer bereits zum 7. Mal ein Fußballcamp für Nachwuchskicker. 147 Kinder nahmen daran teil. Sie sorgten dafür, dass es in Kirchberg so richtig rund ging. Lachen ohne Ende am Hauptplatz in Bad Gleichenberg. Das Narrenkartell des Kurortes hat wieder zum Sommerkabarett geladen. Steirischer Reis? Ja, den gibt es. Und zwar in der Gemeinde Klöch. Die Familie Fuchs lud zum 3. Reisfest nach Pölten. Das Hotel und Spa Larimar in Stegersbach investiert weiter in die Zukunft. Im Juni 2023 wurden um 2,7 Millionen Euro vielfältige Um- und Ausbauten durchgeführt. Willkommen bei einer neuen Folge von der Natur auf der Spur im steirischen Vulkanland. Heute bin ich in Hochstraden und zwar beim Gerhard Felgitscher. Servus Gerhard. Grüß dich. Schön, dass wir eingeladen worden sind. Und um die Ziegen geht es heute. Genau, du hast eine spezielle Ziegenrasse, da im Hintergrund sieht man schon. Und zwar ist es die steirische Scheckenziege. Genau, das ist eine von Aussterben bedrohte Haustierrasse. Ja. Die gibt es, also weibliche Tiere gibt es 500 im Zuchtbuch und circa um die 60 gekörte Zuchtböcke. Ist also in der roten Liste, also hochgefährdet. Ja. Ist im Ursprung südlich von Graz, also unser Gebiet, also Südsteiermark,